Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich heute wieder meinen Dunkeleisenzwerg ein bisschen weiter leveln. Mittlerweile haben wir Stufe 43 erlangt und ja, ich habe mir jetzt erstmal eine VZ geholt, als ich darauf hingewiesen wurde, dass es das doch vielleicht Sinn macht. Und wir schauen jetzt mal, wie viel Elementarkraft wirklich so an Damage reißt und hauen das jetzt mal hier zumindest auf die Waffe drauf. Jetzt werde ich mal fix mein Recount resetten und wir resetten hier auch den Timer, denn wir gucken ja, dass wir etwa auf eine Stunde kommen mit den einzelnen Teilen. Und ja, wir haben auch wieder hier die Gruppe vom letzten Teil zusammen. Wir haben jetzt einfach nur einen kleinen Break quasi gemacht. Also mal schauen, ob ich da wirklich mit so, ja, 10% oder so vom Damage Plus rausgehe. Ach, schau, davor haben wir noch drüber geredet, über Olderman, ne? Ja. Jetzt haben wir es. Gut. Ja, ich glaube, so vier, fünf Quests hast du hier drin. Bin ich gerade überlegen. Eine Fraktion 10k pro hatte Quest. 10k, echt? Okay, das ist viel. Ja, gut, da hast du recht. Hoi, warum gibt es denn da dann nur 5k pro Quest? Ich verstehe es nicht. Weil die länger dauert. Ja, aber. Also die andere Quest, die wo weniger gibt. Ja, gut, hier gibt es fünf, vier, drei Quests, habe ich jetzt nur gekriegt. Ich glaube, mit der Horde hast du mehr, oder? Ich glaube, da kommt später noch eine Folgequest für den Endboss. Und danach diese Schatzkisten-Quest. Also drei gibt es auf jeden Fall im letzten Raum noch. Okay, das mag natürlich sein, dass es da dann nochmal was extra gibt. Aber ich meine, also mit der Horde hast du eine andere Anzahl an Quests auf jeden Fall. Da steht auch so ein anderer Typ dort. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, was das so ausmacht. Elementarkraft. Im Moment 6%. Geht übrigens nicht beim Hunter drauf auf die Waffe. Das geht gar nicht. Ach, schau mal an. Nein. Du kannst Okay. überleben spielen, dann geht's. Ja, spiel auch einen anderen Spec hier, dass du eine VZ drauf machen Der macht eh kannst. mehr Damage. Na ja, gut. Ich weiß jetzt halt nicht. Man müsste halt mal ein bisschen was testen, theoretisch. Vielleicht hau ich mir später auch mal noch Kreuzfahrer drauf, ob das dann hypothetisch mehr bringt. Hier mit Tagkraft. Ja gut, wenn ich Single Target, ist es natürlich gut, ne? Da sind wir sogar bei mehr, da sind wir sogar Zufällig. bei 10%, ne? Bei Ist mir es als was? Monk mit zwei Waffenverzauberungen sind 16, 15% immer. Okay. Gut, es kommt halt drauf an, wenn du AEst, machst du halt auf alle viel Damage. Wahrscheinlich sind es bloß die Angriffe, die du halt auf das eine Ziel drauf hittest. Und das zählt halt nicht mit jedem getroffenen Ziel wahrscheinlich. Deswegen bist du mal eh weiter drunten als im Single Target. Ja gut, also schlecht ist es jetzt nicht. Klar, es bringt dir schon auf jeden Fall was. Alles, was dir 2-3% mehr bringt, ist auf jeden Fall lohnenswert. Und was hat das gekostet? 400 Gold. Also das ist halt echt okay. Ja, also kann man sich jetzt nicht beschweren. Ah, kann man sich nicht beschweren. Was bin ich denn jetzt? Achso, jetzt müsste eigentlich mein Schild auch interrupten, ne? Jetzt müsste ich hier Rang 2 haben. Weil bis Stufe 42 ist es so, dass das hier das Schild des Rächers quasi die Mobs nicht interruptet. Das ist ein bisschen blöd, warum auch immer. Ob es ähnliche Addons wie NPC-Scan gibt, ja, gibt es. Das eine heißt irgendwie, irgendwas mit Rare heißt das. Mal überlegen. Wobei ich mittlerweile gar kein Fan mehr von NPC-Scan bin. Mich regt es eher mehr auf, weil immer, wenn du durch irgendwelche Zonen fliegst, schlägt das bei jedem Gammel-Rare an und dich heißt halb vom Sitz, ne? Also ich hatte das ausgeschaltet. Da ist mit dem Alarm, das war echt unerträglich. Ja, für jeden einzelnen Twink ist jeder Rare ein neuer Spawn, deswegen triggert das jedes Mal. Nee, aber es gibt ja auch Rares, die Daily resetten und so und dann hast du ständig diesen Scheiß und das ist richtig nervig. Also, deswegen, und es gibt ja auch kaum mehr Rares, wo ich jetzt sag, ich will darauf hingewiesen werden, dass die da sind, weil ich die unbedingt brauche, ne? Also ich bin gerade am überlegen, welchen Rare ich jetzt noch irgendwo dringend brauchen würde. Eigentlich gar keinen im Moment. Also sowohl in BFA gibt es eigentlich keinen Rare. Ich habe die einmal für das Rare Achievement umgeboxt, ne? Und seitdem, brauche ich die quasi nicht mehr und auch die ganzen alten. Ich
ich brauche nichts mehr von irgendwem alten Rare. Ne? Eigentlich könnte ich NPCs gerne ausmachen. Es ist halt immer nur dann interessant, wenn du von Rares irgendwas Tolles kriegst. Und im Moment sind sie echt uninteressant. Selbst für einen frisch hochgelevelten Char sind die Items, die da droppen, zu niedrig. Also selbst dafür ist es eigentlich das nicht wert. Warte mal, was schreibt mir Dele hier gerade? Der hat irgendeine... Warte mal, schauen wir das mal an. Was ist das? Irgend so eine Report-Seite hat Dele Khan mir gerade geschickt. Lohnt sich das Ding? Oh, warte. Bis der Boss kommt, gebe ich der mal eine Chance. Loading. Oh, weia, das lädt ewig. Irgendwie erinnert mich die Stadt hier an die Satolini-Quest. An was für eine Quest? Von die Tatalana da. Ach so, wo du durchlaufen musst, ja, ja. Ach, die... Logos-Geschichten. Ja, boah, ich hab die... Am Anfang bin ich echt ein bisschen genervt gewesen, weil ich es nicht gecheckt habe. Ich dachte, das backt rum, weil ich nicht wusste, dass du den eigenen Weg nicht kreuzen darfst. Das sagt dir aber auch nirgends einer. Und dann meinte irgendwie... Einmal hat sogar backt. Dann habe ich die gemacht und dachte mir, das gibt's doch nicht. Ich bin nicht gegen den Gebäude gelaufen und wieder ist es gefailt. Richtig, bin ich fast schon ein bisschen ausgerastet und irgendeiner meinte im Stream, du weißt schon, dass du deine eigenen Wege nicht kreuzen darfst. Und ich so, ach scheiße, okay. Das erklärt natürlich einiges. Ich habe die dann immer ausgelassen, weil ich mir dachte, was ist denn das für eine Scheiße? Backt jedes Mal rum und ich kann sie nicht beenden. Ja? Und dafür war ich halt einfach so blöd dafür, das zu checken, wie es funktioniert. War dann fast ein bisschen peinlich. Die Sterne, also diese eine Map, wo man dann den mittleren Stern immer sieht. Welche Sterne? Ich bin jetzt, finde ich gerade. Du musst ja da Sterne sammeln in der Stadt. Ach so, ja, das sind Sterne. Du musst halt immer einen übersehen und dann bist du am Ende und denkst dir so, wie ist das nicht vorbei? Ach so, ja. Du läufst versehentlich genau den gleichen Weg nochmal und siehst, dass du dann doch nicht hinkommst. Und das gab gerade eine Folgequest sogar. Also nochmal 10k. Ach ja. Nimm. Achso, warte mal, hier. Ich habe die gar nicht abgegeben. Ach, warte mal, ist das der Boss? Ja, das war der Boss. Ach, das ist der Boss vom Hintereingang, ne? Ja, da wollte ich mit dem Hexer immer alleine durch, in Classic, wo ich zum Questgeber wollte. Jetzt müssen wir hier ein bisschen reinrotzen. Kannst HT ziehen? Oder hast du... Kann dir ein Elementar dazu stören. Das ist natürlich auch schon was Schickes. Geht auch passiv? Das ist Elementar, das mag, glaube ich, nicht so. Ich hab's gemerkt, ich muss erst was angreifen, heilen reicht doch nicht. Jetzt, wo alle Mobs tot sind, legt das Elementar los. Das war auch schon der Buch. Müssen wir was looten bei dem Teil? Also, warte mal, hä? Wir haben doch da hinten. Habe ich den jetzt nicht gelootet? Ah, fuck it. Ja, wenn du zu viele andere sein. Ich habe jetzt gerade diese Seite angeguckt, die mir Delekan gepostet hat, die irgendwie nochmal irgend so eine Performance-Seite ist, aber die muss ich mir später mal genauer angucken. Das ist, wenn du zu viele Sachen gleichzeitig machst, das funktioniert nicht. Oder irgendwie nochmal Char angucken kannst, wie er bei wem, welchem Boss performt hat und irgendwelche Werte dann nochmal gucken kannst. Aber bei sowas bin ich immer. Ja. Musst du mal gucken, ob das auch sinnig ist. Auch wieder der Boss. Ja, aber das kriegen wir doch, oder? Das kriegen wir doch. Eigentlich geht das in der Ini, also. So ganz krass sind die hier gar nicht. Der Bruch war schlimmer. Ja, hier kannst du eigentlich den ganzen Laden zusammenpullen und. Boah, ich könnte mal die dunkle Esse-Zeuge-Modelle auch updaten.
die Gegner. Stimmt, ja, das wäre eigentlich auch ganz cool. Weiß ich gar nicht, warum sie das. Sind ja geupdatet, aber 1-2 dann wieder nicht mehr. So war das jetzt. Oder kommt es erst noch? Da wurde auf jeden Fall irgendwas gesagt davon. Ja, irgendwie das mit der, bei NPC-Scan mit der Map, irgendwie buggen die letzter Zeit auch rum, ne? Ich hab mal, letztens wollte ich mal nachschauen, wo Aeonax genau rumgeflogen ist und das wurde dann auch irgendwie falsch angezeigt. Und manchmal sind die ganzen Maps irgendwie mit ziemlich viel Mist voll. Mal waren das hier irgendwo hier unten? Okay, gut, da habe ich die Map jetzt nicht mit dem Launcher. Naja, gut. War teilweise ein bisschen komisch. Teilweise ein wenig komisch. So, da hoch müssen wir noch. Elementarkraft hat bei unserem Mönch gerade 2200 Damage gemacht. Ja, nicht schlecht. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgeguckt, weil wenn ich jetzt alle Daten mache. Oh, ich glaube 7% sind es bei dir als Tank. Sieh mal irgendwas. Ja, 7% knapp. Ja, ist nicht verkehrt. Na gut, man. Ich glaube, hier Kreuzfahrer hat dir einfach Stärke gebracht, meine ich. Das ist halt, das kannst du halt schwer rausrechnen, weil du ja dann einfach Grundstats kriegst und halt mit allem mehr Schaden machst. Und das kannst du halt schwer vergleichen. Dann müsste man einen gleichbleibenden Kampf dann vergleichen und irgendwie mit Loks, aber das im Low-Level, das wäre ein bisschen over the top. Gibt sicher Leute, die das mal komplett durchgetestet haben, was da am stärksten ist. Aber 7% haben oder nicht, ist schon mal echt nicht schlecht. Also eine Waffen-VZ sollte man auf jeden Fall drauf machen. Aber ich glaube, die Stat-VZs sind nicht mehr so stark im Verhältnis. Weil die ja die ganzen... Oh, ich bin gesleept. Weil die ja die ganzen Stats jetzt so zusammengesquischt haben. Da kriegst du jetzt leider nicht mehr so viel. Sonst, du kannst ja theoretisch fast jedes Item verzaubern, ne? Also... Da ist ja relativ viel Spielraum, also Brust, Rücken, Schultern und alles mögliche, ne? Gönnst ja sogar auch Kopf und so und Schultern mit diesen alten VZs, wo du, die du drauf basteln kannst, ne? Auf die Herlum-Items und dann sie quasi weiterschicken. Weil eigentlich sind ja die Items dann Account-bound, bloß auf Herlum-Items würde es sogar gehen. Aber dann brauchst du halt wieder einen Char, der in dem richtigen Levelbereich ist, dass es geht. Also quasi müsstest du dir einen Level 80er Char holen, die Level 80er VZ mit einem Char drauf machen und dann die rüberschicken. Das würde funktionieren, aber ich habe blöderweise den ganzen Levelbereich nicht mehr. 5% XP da. Was meinst du mit 5% XP? Gegenstandsstufe Runde braucht mehr für dieses 5% XP Sockeldingens. Aber auf XP Rüstung kann man ja keinen Sockel mehr drauf machen. Das haben die ja rausgemacht. Ja gut, es gibt ja auch kein Item, kein Heirloom-Item, das quasi einen Sockel hat, ne? Warte mal, das hier kann. Hier müssten wir hoch, ja, hier rum. Ne, da geht's ins Loch, nein. Hier oben, so rum müssen wir. Gut, man kann in beide Richtungen, könnte man da rein. Wo kommt denn der jetzt her? Das einzige Herlum-Item, was einen Sockel hat, was ich habe, ist. Okay, lass die mal hier um die Ecke machen. Ich heile mich jetzt einmal selber. Lauf einfach durch hier. Das sind alles Ranges, weißt du, dann kommen die zusammen, wenn ihr da jetzt im... Na gut, jetzt sind sie, die meisten ja schon drin. Ich habe eine Stangenwaffe, die von Garrosh damals nur ist. Und die hat zwei Sockelslots. Also das wäre der einzige, wo ich's reinbasteln kann. Das Problem ist, die kannst du, glaube ich, erst ab Stufe 90 anlegen. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ja, 90 bis 100 sind die. Ja gut, die kannst du ja auch dann wieder upgraden, ne? Also Maximallevel ist ja dann wieder nach oben offen. Jetzt muss ich bloß gucken, ich muss bloß jetzt hier alle Klassen, glaube ich, reinmachen. Es gab nämlich für jede Klasse theoretisch so ein Item. Hier ist es genau, ist eine Stangenwaffe. Die hat da zwei Sockelplätze drin, ne? Da könnte man dann so einen EP-Sockel reinmachen, aber jetzt hier zum, ja, ein Tankparler hat halt keine Zweihandwaffe. Ein Nachteil ist ja eh, du kannst jetzt erstmal Gegenstandsstufe 100 machen. Das wäre ja knapp Level 70. Also ich habe ja die mythische Variante, ne? Hier.
Die hat nämlich 3 Itemstufen mehr, schon auf Stufe auf Stufe 90 als deine, ja. Deine ist 330, ne? Und stimmt. Meine ist hier 333. Die schaut doch noch richtig nice aus. Ja, die ist auch cool, ja. Hab mich damals gefreut, dass ich sie noch gekriegt hab. Ewig gefarmt den Shit. Die kann man jetzt dann nicht mehr kriegen. Das und nee, die das finde ich auch blöd, die haben sie rausgenommen, ja. Also die konntest du wirklich nur im aktuellen Content kriegen. Deswegen habe ich auch nur die Stangenwaffe, ne? Es gab theoretisch für jede Waffenart ein Item. Und du hast halt jetzt mit, ne? Also du hast halt immer erstmal die Waffe gekriegt, die du selber tragen konntest, weil es auch damals eine ziemlich starke Waffe an sich war, ja. Also die du da gedroppt bekommen hast. Die hast du bekommen. Und jetzt haben wir hier noch geedit. Und dann hast du, wenn du Luck hattest, später irgendwann die anderen Items auch noch bekommen. Aber ich bin da jede IT reingerannt mit meinem Char und ich habe aber nur die Stangenwaffe bekommen und die anderen zusätzlichen Items nicht. Man hätte natürlich dann mit mehreren Chars das farmen können, aber das war damals nicht so relevant. Mittlerweile bereue ich es ein bisschen. Wäre halt cool gewesen, alle zu haben, ne? Alle Waffen. Ja, alle 2 Sockel haben. Es wäre halt gut, wenn du irgendwie noch ein Heirloom-Item hättest. Falsche Richtung? Hä? Nope. Haben wir. Ach, oder? Den haben wir schon gemacht. Ja, ja, okay. Ach, stimmt, wir müssen. Wir müssen. Hä, warum waren denn da noch Mobs da? Hier müssen wir auch, ja. Weil wir wieder zurücklaufen sind. Lass die mal mitziehen. Warte, ich. Aggrose. Lass dann hier hinter die Dings laufen, dann können wir sie weggehen. Ach fuck, wir haben die geedit. Hast du da ein Ele? Und Mars dann wäre manchmal ganz praktisch. Habe ich glaub gemacht. Muss ich mal ein bisschen weglaufen. Achso, du hast ein Ele, okay, perfekt. Perfekt, die hat mich jetzt sonst nämlich gegrillt. Bloß ein bisschen. Ja, wobei eigentlich so lang dauert die Ini hier gar nicht, ne? Wenn du jetzt nur so relativ viel. Ja, du, für die Quest kriegst du relativ gut was. Also, das ist halt kein Vergleich mit Düsterbruch, ne? Also, wenn du Düsterbruch reinkommst, dann hast du eigentlich schon verloren. Gibt leider keine gute Düsterbruch-Ini. Hauptsache, eigentlich nur durchgehend Verlies. Das wäre halt ideal, aber irgendwie kriegen wir das auch nicht mehr. So ein Wochentag, Tag des Verlies und dann kommt ja, so Low-Event, ne? Das war ganz cool. Das hätte schon auch was. Bisschen blöd finde ich es, dass du nicht mehr spezifisch anmelden kannst. Oder, also, dass es dir halt nichts mehr bringt, spezifisch anzumelden. Weil anmelden kannst du ja noch, aber, ja. Dann kannst du auch einen Levelstopp reinmachen, wenn du sowas machst. Bringt dann genauso viel. Ach, jetzt dann nehme ich auch noch. Schön, wie ich wie ein Mob hinter mir steht, ein Mob vor mir steht und das Schild dann durch mich durchfliegt. Dann lauft hier einfach in den Raum mit rein, dann kommen auch die Caster mit. Sind eh noch eine Elite. Okay, was
Wenn wir dann alle Quests abgeben, ne? Kommt schon noch ein bisschen was zusammen. Ja, gut, für jeden 11k. Fast, also eigentlich 12k, ich krieg 11.999, ne? Ist dann schon ordentlich was. Mal gucken, wie viel Prozent habe ich denn eigentlich mehr. Ich habe hier, durch Gear sind es glaube ich 55% und dann hier nochmal 14, ne? Also hast du 69%, das ist schon ordentlich. Das ist schon ordentlich. Wenn wir jetzt noch einen Buff oder irgendwas hätten, ne? Nochmal Zusatzzeug. Ich glaube hier das Ding, Pilgerfreunde. Ich weiß gar nicht, ob es da noch ein Event, ob es da einen Event-Buff gab. Das haben wir nächste Woche noch. Das letzte Mal hatte ich geguckt gehabt, Ding stackt nämlich nicht, ne? Also, der Dunkelmond Jarmag plus Sonnenwend war glaube ich, was ich getestet hatte und das stackt nicht, komischerweise. Das haben sie irgendwie rausgepatcht. Das konntest du leider nicht machen. Leider, leider. Ist das dann die Fliege die ganze Zeit? Glaube ich, ein bisschen langsam hier gerade beim Boss kann das sein. Da geht er down. Wunderbar. Stufe 44. Ja, jetzt gibt es sogar schon Noch eine 12k. Quest. Ja, also Ja. hier, stimmt. Du, hier hast du nochmal ganz gut was. Mal hier durchklicken. Ja, das ist eigentlich das ganz interessant, was der erzählt, ne? Aber bis du da dich durchgeklickt hast, das ist halt echt schon, dauert das echt schon ganz schön lang. Also wenn du es durchliest, dann bist du ein bisschen beschäftigt. Ach du Scheiße. Da, wunderbar. Ja, nochmal 12k. So, raus reinporten noch. Hey, warum kann ich den Dings nicht? Ach so, okay, du konntest die Kiste. Jo, einmal raus und wieder rein. Unrasiert, hey, grüß dich. Was ich auch am Überlegen bin, ob ich zwischendrin auch mal ein bisschen im Queste, ob sich das vielleicht auch rentieren könnte. Weil so schlecht ist es eigentlich auch nicht. Oder was meint ihr? Oder sollen wir nur Indies 60, machen? 70 schon. Was bis 60, 70 schon in Dungeons oder Dings? Was meinst du? Ob 60, 70 dann. Quest. Also Gut. Legion kannst du komplett vergessen mit Dungeons. Ja gut, das sowieso. Da Legion mache ich bloß Invasionen, das ist eh klar. Ja, so ab gut 60 aufwärts lohnt sich dann auch PvP relativ viel. Aber recht gut was Also ab kriegst. 40 sogar schon. Ab 40 meinst du? Nicht so schlimm, insofern man gewinnt natürlich. Ja gut, das ist ein Ding. Arena ist halt auch nicht schlecht, wobei die da nochmal was bisschen was gedreht hatten. Zumindest im hohen Level-Bereich hatte ich gesehen, dass du nur noch für den Win gut EP kriegst und für den Lose fast gar nichts mehr. Weil ich habe ein bisschen Loses geleecht und das funktioniert nicht mehr. Also da hast du leider nichts mehr von, was sehr, sehr schade ist. Schon wieder. Ich glaube, beim Mage Tower, wenn du die Grundvoraussetzung, ja, schau mal, jetzt haben wir die letzte, wenn du die Grundvoraussetzung abgeschlossen hast, dann ist es quasi so, dass du die anderen Farben noch freispielen kannst. Wenn du den Mage, also weil den Mage Tower kannst du ja jetzt nicht mehr machen, ne? Also der ist ja quasi geschlossen. Na komm, ziehen wir den Eingabler runter. Aber wenn du die Mage Tower Dings einmal hast, dann kannst du die Farben jetzt noch farmen. Das geht auf jeden Fall. Was ganz gut ist, ja. Also die RBGs kannst du jetzt noch Verschnappt. machen. Ich bin gestunt. Oh, das und geht's wieder? Ne, schießt da oben immer noch. Noch bei mir jetzt gerade erstmal nach. Das dauert. Dann mal den einen. Tut mal den anderen interrupten. Nehme mich nochmal hoch rein. Da seht ihr, was ich mich heil hier. Jetzt nachgeladen. Aber man bekommt ja auch eine Farbe vom Majatum, wenn man Kil'Jaeden auf heroisch tötet, gell? Zum Beispiel, ja, da gibt's Ja, ja auch das habe ich eins. heute gemacht, aber irgendwie habe ich die Farbe nicht bekommen. Muss ich da Du musst auch irgendwas? die Waffe angelegt haben, ne? Oh. Das steht aber auch dabei. Ja, bist du jetzt da?
Okay, ich muss bubbeln. Na, jetzt bin ich tot. Nee, du stehst da. Jetzt hat's gelungen. Gott. Was ist denn da jetzt los bei dir? Ein halber DC dazu. Mein Internet hat davor schon gesponnen und jetzt fängt es gerade ein bisschen an. Mal schauen, ob es liegt. Nee, da hast du schon recht. Also es steht da, dass du sie haben musst. Also du hast so sie angelegt haben musst, sonst geht's nicht. Aber ich habe auch schon bei Leute gesagt, die hatten es nur im Inventar und musste es einfach danach reloggen. Okay, das wäre mir neu. Ich habe halt alle Vorlagendinger damals schon gemacht, ne? Also es kann natürlich sein, dass die irgendwas geändert haben, aber davon habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts gehört. Damals musstest du noch alles angelegt haben, sonst hat das nicht funktioniert. Ging das nicht? Dicker Taure, der rollt. Wow. Also ich würde dir einfach empfehlen, zieh sie an, dann bist du auf der sicheren Seite, dann kann eigentlich nichts passieren, ja. Eigentlich. Ja, ich hab's euch gemacht, hat's nicht an und hab's nicht bekommen. Ja, jetzt weißt du, wo der Fehler lag, hä? Ja? Das steht doch, glaube ich, auch ausdrücklich drin, also da hat der eine schon ja, recht. Ja, ich glaube, ich lese mir die Dinge und das war gleich, wo ich eine Heldentat bei Sulfuras Hammer, wenn du den anhast. Kommt ja auch eine Heldentat. Hab mir vor 100k den Hammer gekauft und seht mit der GM, dass ausdrücklich drin steht, dass du den an. Muss, dass es Träger heißt. Okay. Da gibt Brun gerade den Hammer kauft, auf dem Schirm geben kannst du ihn anziehen. Das ist natürlich bitter. Das ist natürlich bitter. Okay. Das ist echt bitter dann. Die drei Dungeons, da waren mal einer, oder wie? Die hängen, also zumindest die einen beiden hängen zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob die heutzutage, ob du das jetzt auch noch machen kannst. Ne, hier ist die Ding weg, oder? Hier unten war, glaube ich, die Tür irgendwo. Rüberlaufen konntest. Das ist die noch da? Ne, die haben sie, glaube ich, komplett entfernt. Wir können ja mal unten gucken. Ich glaube, auch damals waren das schon drei separate Eingänge. Also, das ja, es waren drei separate Eingänge. Nur hast du eine Verbindung von den beiden Dungeons. Schau, da unten ist eine Tür. So, mal gucken, ob das überhaupt noch geht. Hier unten ist eine Tür. Alter, dieses Bier ist ja echt krass. Sieht ja gar nichts mehr. Hier, jetzt weiß ich nicht, ob du da noch. Ach du Scheiße. Bleibt das jetzt die ganze Zeit so? Oh, der Zwerg läuft leider so klein ist. Hier, also hier, aber da kannst du nicht draufdrücken. Anscheinend kannst du durch die Tür jetzt einfach nicht mehr durch. Ja. Da war die Tür, da bist du auch dann in dieses Lager von den Chandrala reingekommen. Und das kommt dann quasi dort raus, wo wir in der anderen Instanz drin waren, wo wir den Prinzen für die Quest noch hätten machen müssen. Hier, das hier. Genau, hier unten. Und da ging dann irgendwo hier, ging so ein Raum weiter und da bist du quasi reingekommen über diese Tür. Also die waren quasi zusammengegangen, die Innis. Die andere mit den Bäumen, ne? Oder nicht die mit den Bäumen, sondern die mit dem Wichtel. Die waren nicht zusammengehängt mit denen hier. Du hast aber einen Hinterausgang und konntest von der anderen Seite rein. Das geht schon ewig nicht mehr. Ja, weißt du, wann ich da das letzte Mal nachgeguckt habe? Ne, ich habe zu Burning Crusade habe ich den, oder nee, zu Wottl habe ich das gemacht, dass der Wahnsinnige reinkam. Da waren die noch zusammengehangen. Und, oder war das zu Burning Crusade? Ich bin mir nicht sicher. Wenn dann zu Burning Crusade oder zu Wottl, habe ich das gemacht und dort konntest du noch lang gehen. Aber seitdem, was will ich denn da, ja? Okay, hey. Also seitdem war ich natürlich da jetzt auch nicht mehr drin, weil ich das Zeug einmal fertig gemacht hatte und es natürlich dann nicht mehr gebraucht habe. Mal gucken, dass wir hier möglichst wenig Ogre pullen. Mein Gott, du läufst halt schief und quer hier mit diesem Dingsbuff. Mit denen hier machen oder kommen denn? Früher brauchst du immer den Schlüssel. Ich weiß nicht, ob du den jetzt mittlerweile so aufmachen kannst. Nö, kannst du aufmachen. Brauchst gar nicht mehr. Bist ja eh möglichst wenig einfach machen. Ich glaube, den einen Ogre hätten wir auch gar nicht killen brauchen. Das war eigentlich auch Käse. Wir hätten nur. Ja, wir haben zwei Bosse gemacht, die hätten wir gar nicht gebraucht, eigentlich, wenn ich so recht überlege.
Also wenn wir hier nochmal reinkommen, dann können wir eigentlich in die schnelle Route gehen. Du meinst einmal komplett durchlaufen, Shami stirbt und wiederbelebt sich und halt den Rest halt. Das sowas könnte man theoretisch auch machen, ja. Stimmt, man könnte auch in den Innis immer einen Deathskip machen, indem man einfach mit einem Soulstone zum Beispiel spielt oder ich mit einem. Diese Soulstone durchgehend da. Ach du, stimmt, du hast. Du, ich bin gerade echt am Überlegen. Können wir das machen? Endboss, aber das sind lauter Hunde, ne? Das könnte halt auch ordentlich in die Hose gehen. Du musst dann halt irgendwo sterben, wo quasi ein Safe Spot ist, ne? Das ist halt, und es müssen halt alle anderen auch in Range sterben, dass die quasi. Lauf mal hier ganz am Rand entlang und schauen wir mal, ob wir die Wache schnell. Okay, nein. Alles klar. Okay, das wird jetzt ordentlich reinhauen. Da war noch ein Auge. Das hat wahrscheinlich den Netherwandler dazu geholt. Wenn ihr einen Mob stunnen könnt, dann macht das mal, weil die hauen richtig rein. Wo ist dann liegt? Ich muss jetzt mal ein bisschen weg von denen. Okay, zumindest schon mal, weil der haut halt auch ordentlich rein, der Dude. Diese ganzen Wachen, die hauen die ordentlich von Latz. Haut nicht der Hauptmann Kombo vor der Halle richtig rein? Ja, der nächste Hauptmann, der ist richtig ätzend. Der ist richtig, richtig ätzend. Ich weiß nicht, wie weit hier drin, der gibt einem so. Ich war hier schon mit manchen Gruppen drin und die Gruppe hat sich dann aufgelöst, weil wir den einen Hauptmann nicht gepackt haben. Also der nächste, der jetzt kommt. Ja, vor allem der viert dich auch noch, ne? Es werden alle gefiert. Stimmt, ja, der viert dich und dann rennst du in die Halle rein, pulsch alles. Ja gut, du musst ihn eh hinterziehen, aber selbst wenn du es gut spielst, ihn quasi hinterziehst, dann holt er die drei jetzt. Ach fuck, jetzt habe ich, das war jetzt nix. Sich gebabbelt, warum? Mal jo, mach das mal. Wir müssen bloß die hier interrupten. Nee, du musst diesen Hauptmann eh raus, möglichst weit hinterpullen, dass er dich da nicht reinfiedert, aber oftmals ist es so, er ruft seine Wachen, viert dich, du kannst nichts machen, die Wachen verdreschen einfach alles und dann ist halt einfach vorbei. Das ist dann recht ätzend. Aber theoretisch können wir das bestimmt in irgendeiner Inni mal testen, dass wir einfach durchrennen, soweit es halt geht, du dann Angst rettst und ja, vielleicht können wir dann wirklich eine Inni extrem abkürzen. Ich weiß halt nicht. Es ist halt immer so ein bisschen eine risky Sache. Wenn du da quasi keinen Safe Spot hast, wo du stirbst, ne, ist halt die Problematik, dass, ja, dass dann alles umsonst war, ja. User in your channel timed out. Ich glaube, unser Heiler ist weg, ne? Aus dem Teamspeak ist jemand raus, ja. Ja, und der steht gerade halt nur da. Ja, ich pull die jetzt mal nach hinten. Schmeiß mal eine Falle vielleicht. Mal einen von denen CC'en können. Den Hexenmeister oder so. Na gut, okay. Will dazu. Ein bisschen kann ich mich selber heilen. Dann knapp. Na siehst du, wer braucht denn den Heiler? Ja, probier den Boss ohne Heiler. Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Ja, den können wir auch nicht skippen, also den musst du quasi spielen. Der bewegt sich wieder, oder? Nee, der steht da immer noch.
Achso, du bist im Einloggen, okay. Den muss ihn halt einfach hier möglichst weit hinterziehen, weil wenn du in den Raum reingeführt wirst da vorne, dann ist halt echt Feierabend, ne? Da wirst du quasi in diese ganzen Hunde und rechts und links hast du andere Mobs und dann ist halt einfach vorbei. Die wirst du am besten alle nicht pullen. Und der haut richtig Kellen raus. Also da ist dann vorbei. Vor allem, ihr müsst so ein bisschen gucken, dass ihr nicht ganz an ihm dran steht, dann werdet ihr, glaube ich, auch nicht gefeiert. Ja gut, dann auf geht's. Na, da kommt er schon, der 4. Jetzt hole ich meinen Elementar. Ja, das ist halt das Fiese, die 4 dich weg und dann kommen die Typen von hinten. Nein, Elementar müssen beide haben, so ist auch schon. Ja, das ist ganz gut. Und dann 4 er halt immer nochmal. Sonst muss ich mal nochmal queuen hier. Elementar ist hier Gold wert. Auf jeden Fall, ja. Das macht schon viel aus. Aber Weil die witzig, wenn Typen. der geführt wird. Schaut Aber schon komisch aus. wenn die Typen hier noch hast, da wirst du ziemlich schnell weggekillt. Vor allem, wenn der Boss und die 2 dich hitten, während du im 4 bist, da kannst du halt nichts machen. Vor allem, wenn der Heiler auch noch im 4 ist, dann ist halt vorbei. Das beim nächsten Boss nicht auch noch eine Quest, wenn du den Beobachter Level hast. Ich meine, also Irgendwas ich mit wüsste der jetzt neue nicht. König oder so. Ja, den Korusch, der Beobachter. Wüsste jetzt gar nicht, dass das was Ich bringt. meine, da gibt die es noch eine 4 auch. Quest. Wir können mal gucken, ja. Hier muss er auch gucken, dass dann nicht in die andere Gruppe rein, am besten immer kicken. Aber die kannst du halt Ja. unterbrochen. Den Boss Ja, kannst du halt kann man nicht kann. unterbrechen. Wir können mal gucken, aber ich wüsste jetzt nicht. Klar, es gibt Meine, hier da so ein Ding, gibt's. dass du der, dass du quasi hier der König wirst, und dann sind die Oger ja alle freundlich. Aber ich Quest wüsste jetzt nicht, dass das gibt. Können wir machen, dann damagen wir halt nur ihn. Dann können wir mal deine Quest-Theorie überprüfen. Meinen, dass du von dem die Quest bekommst. Ja, schauen wir mal. Wir können ihn ja leben lassen. Dann castet er halt hier so ein bisschen auf mich. Bisschen Damage macht er schon. Weil der hat ja eigentlich nicht viel Leben, ne? 13k. Könntest du eigentlich mal nebenbei, oder cleavst du eigentlich meistens nebenbei weg. Du kriegst, glaube ich, hier immer mehr Tribut, umso mehr Wachen du stehen lässt. Ne? Manche kannst du ja einfach so auslassen, dass du einfach vorbeiläufst. Und einen gibt es ja da unten, den du in die Falle packen musst oder so ein Zeug. Ne? Ich weiß bloß nicht, wie du den hier auslassen konntest. Also den wir eben gemacht haben. Oder hast du, glaube ich, damals relativ gute Sachen gekriegt in der Kiste? Also für das Level halt, ne? Ja, der ist jetzt freundlich. Aber Eine Quest hat Quest? der. Okay, dann doch nicht. Der hat dir halt dann bloß die Truhe gestellt, wenn du ein paar Wachen ausgelassen hast. Aber Quest. Oder? Nee, hier kommt jetzt einer an. Ist das der, der die Truhe stellt? Bin der neue König, kann man an. Genau. Ja, jetzt bist du der König. Achso, und jetzt kannst du den Tribut. Ah, genau, okay, der hat den Tribut gegeben. Ja, gut. Wir haben nichts bekommen. Nö, also irgendwie. Die Quest können wir am Anfang nur abgeben. Das Ja, scheint dann nimm's anscheinend eins. eine Fehlinformation zu sein. Also, eine Quest gibt's da nicht.
Und den Tribut bringt auch der andere Typ, also anscheinend kannst du den mit umhauen, aber du musst ihn halt nicht töten, weil er dann eh verbündet wird, ne? Also von dem her bleibt sich's gleich, ob du ihn machst oder nicht. So, Rudela, was haben wir denn hier? Schultern. Nee, Schultern brauche ich nicht. Gut, jetzt sind wir 45. Ich sollte auch immer meine Säckchen hier aufmachen, ne, die für die Dungeons bekommst. Das vergesse ich auch immer ständig. Ich kriege eben nächstes Mal wieder Post vom Postmeister, was dich hier alles drin liegen lässt. Ach, ja, das ist. Aber es ist eigentlich auch relativ wurscht, ne? Hauptsache du. Es juckt halt nicht, was man liegen lässt. Ja, Du genau. kriegst das halt irgendwann und dann siehst du einen Pfeil, das besser ist und dann nimmst du das halt mit. Ach ja, Nein, dann schön. kriegst du das halt. Ich habe mir schon gedacht, wann hier Stratholm kommt. Mal gucken, was wir kriegen. Ah, Vordereingang. Aber das sind auch viele Quests. Oh, 12k. Nimmt man doch Der zieht mit. sich aber auch gut. Ja, das schon. Aber hier gibt es halt echt gut Quests, ne? Und die bringen auch alle relativ gute EP. Ah, So. dass du jetzt für die ganze Bonusbosse keine EP mehr bekommst. Ja, jetzt kannst du die eigentlich, jetzt könntest du eigentlich hier relativ zügig durch. Oder auch nicht. Wow. Hat ja klug gezogen. Es ist halt relativ viele von diesen Ranges, die dann durchcasten. Und die Dicken, die hauen hier auch richtig raus. Die Brauchst du nicht Flickwerk-Typen. für den Vordereingang dann so ein Weihwasser von Stratholm? Ja, das kannst du hier auch schon looten, das ist richtig, ja. Also hier liegen auch so diese Weihwasser-Dinger rum. Okay, jetzt werden wir gleich richtig Spaß kriegen hier. Mal überlegen, pull ich ihn dazu? Ach, ich Ja. hab schon wieder Akku. Ja. Oh, nein, oh nein, wir haben die Dings, die Bürger, die hauen richtig raus. Die dürfen wir nicht adden. Die ratzen uns. Hier gibt es so neutrale Typen und die hauen richtig Schaden raus. Die muss eigentlich stehen lassen. Die haben Warum wir jetzt. ausweichen die Typen? Ich glaube, muss weglaufen. Ach, du hast dein Ele gezogen, perfekt. Sofort Oh, das Ele ist okay. Das hält nicht lang, das war bloß so Ablenkung. Also die hauen richtig raus. Ich versuche jetzt einfach ein bisschen zu laufen. Ich hab Ah, schon nice. festgefroren. Ich habe einen Stun drauf. Also wie viel EP man pro Schatz in WoD kriegt, das kommt immer drauf an, wie viele EP-Boni-Items du hast, ob du den Trank drin hast, ob du erholt bist und quasi die Ausrüstung, ne, die du anhast. Also das sind viele Faktoren, aber du kriegst bis zu 42.000 für einen Schatz und das ist halt viel, ne? Das ist halt echt viel. Wenn du erholt bist und ein ganzes Dings-Gear anhast, dann kriegst du da halt richtig viel. Mal Ich gucken, nicht mehr. den müssen wir machen. Oh, reck mal, ich mach nur eine Gruppe. Aber WoD ist eh also quasi der Levelbereich, der am schnellsten geht, ne? Mit diesem ganzen Zeug, was du da aufklauben kannst, da machst du irre viel EP. Das ist auch der Levelbereich, den ich fast am liebsten mache. Wo kommt denn der Elite-Ghoul da hinten her? Das mit den Chests funktioniert dann noch. Dass du da so viel XP kriegst. Ja, das funktioniert noch. In WoD geht das richtig gut. Low, hey, grüß Sollte ich das dich. mal versuchen? Ja, also in WoD mache ich keine Quests, kein Dings. Da tue ich nur dieses Zeug aufmachen. Das ist, ja, und da kommst du auch locker mit durch. Also, Da kann ja jeder fliegen, oder? Leech muss man ja freischalten. Nee, in WoD Nee, musst du auch WoD muss freischalten. auch. Ach Gerade Gott. da ist es schwierig zu holen. Ja, Rufaktionen sind halt immer das, was aufhält. Du kannst es dir aber in WoD theoretisch erkaufen, ne? Es gibt so Medaillons der Legion. Die kannst du dir kaufen. Die sind aber auf manchen aber nicht ganz günstig, würde ich mal sagen. Also. Gut, warten bis Patch 8.1 war zu billig. Wenn du Warum? mit der Zeitwanderung scannst.
alles Stimmt, kaufen ja, kannst. richtig. Dann kannst du ja. Das ist eine gute Idee, ja. Das stimmt. Das hatte ich jetzt noch gar nicht bedacht gehabt. Dann müsstest du eigentlich auch dein Ork des Laden Shadows nicht farmen. Stimmt! Oh, nice! Dann lasse ich das einfach. Ja, du hast vollkommen recht. Wenn das, wenn, wenn, aber wenn die Fraktion dabei ist, ich muss mal auf den PTR gucken, da du sagst was. Mein Gott, gut, dass du das jetzt noch gesagt hast. Hier die Scheiße jetzt gefarmt, ne? Ich glaube, den hätten wir gar nicht machen müssen, oder? Doch, doch, den brauchen wir für den Doch, der Tabak. gibt den Quest. Hast du auf dem PTR geguckt gehabt, ob das auch dabei ist? Oder ist das überhaupt auf dem PTR? Glaube nicht, Weil dass es wenn. auch schon auf dem PTR ist. Ah, da müsste ich eigentlich mit dem Hordenschar. Bestimmt alle Na, ich weiß nicht, Fraktionen da. ob alle Fraktionen dabei sind. Im Normalfall, brauche ich die ja nie. Komme ich durch? Yes, ich bin durchgekommen. Schnell genug mit dem Gaul. Habe ich die Balken gar nicht. Ja. Jetzt steht ihr da drin, ne? Gefangen. Passiert schon nichts. Bist du überhaupt auf der anderen Trank. Seite? Nicht, dass wir es jetzt verbuggt haben. Okay, doch, es geht auf. Wunderbar. Gleich da. Einmal kann ich mir immer selber heilen. Das ist ganz schön als Paladin, ne? Wenn du low bist, heilst halt auch viel. Aber jetzt müssen wir trotzdem nach rechts den Geist machen, weil wir da eine Quest haben, ne? Das hilft nichts. Also für die Quest musst du eh mal die ganzen Dudes machen. Aber sonst kannst du eigentlich alles auslassen. Dann könntest du theoretisch auch komplett durchlaufen. Hier würde es sich fast wahrscheinlich lohnen, mit dem Deathskip mal zu gucken. Der Inni. Der mit einem Hit haut er mir die Hälfte vom Life weg. Oh, wir haben den Rare hier Ich hätte geedit. nächsten neuen Jüpten. Der, wo auch der Pferd gibt, den Tanks. Was meinst du? Es gibt doch demnächst dieses neue Erbstück. Wo dann auch der Pferd auf dem Rücken ist. Ach so, ja. Gut. Dass die Tanks mehr aushalten, weil es ja doch verhältnismäßig viel ist, was die fressen. Gut, ob das so viel bringt, muss man mal schauen. Die Scheint kommt wohl nicht gar nicht schlecht zu sein. mit 8-1 der Bärchendruide. Sogar ein Buff. Was nicht. Ich weiß nur, dass diese Schmuckstücke kommen, wo die ganze Gruppe auch buffen. Das kann vielleicht echt ganz interessant sein, ja. Macht hier am besten die Postkästen nicht auf, weil sonst kriegen wir hier den Dings raus. Die Mobs, die relativ gut reinhauen. Postfürst Naja. Oder? Ich Neben glaube, meiner das. Map ist eindeutig ein Postzeichen. Mal schauen, ob man den noch irgendwie. Also, das ist der Endboss. Das ist der Hammerschmied unten. Die müssen wir töten. Und das ist das Bild, okay. Die können wir, glaube ich, auch auslassen. Ich trigger den Geist und lauf dann raus. Bleib mal draußen stehen, bleib mal draußen stehen. Müssen wir den ganzen Käse da hinten nämlich nicht machen. Okay. Aus dem Postkasten spawnen nämlich auch relativ starke Mobs raus. Und für eine Quest müssen wir die Postkästen gar nicht aufmachen. Also das sieht ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, was kommen denn eigentlich noch für Instanzen? Ganz auf dieser Schlacht der rote Kloster da. Aber wir haben schon. Ach nee, wir haben nicht alle. Das sind alle, die bis jetzt Zulfarak. angezeigt werden. Was Kloster waren stimmt wir noch gar nicht, Zulfarak? ne? Und Zulfarak mag ich auch. Da sind auch viele Quests, die ist ganz gut. Scholo ist auch noch drin im Pool. Waren wir auch noch nicht. Die anderen waren wir eigentlich alle, aber Klo doch, Warte, Kloster waren wir auch Tiefe. schon. Kloster waren wir auch schon. Das stimmt, Kloster waren nicht. Na gut, was jetzt halt noch dann ab 50 kommt, sind dann so Tempel, ne? Hast du dann noch mit drin? Schwarzfels Tiefe. Ja, Schwarzfels-Tiefen, aber gut, die eine Schwarzfels-Tiefen ist halt Ja, da richtig kannst du einfach schnell. gleich. Also, Ja. die ist fast genauso schnell wie es verließ. Also, das ist eigentlich eine der besten Innis. Immi, den müssen wir auch machen, naja. Es deckt sich, glaube ich, irgendwas und haut dann richtig raus irgendwann. Stimmt und sonst?
Hast du eigentlich gar nicht mehr so viel an Inis? Na gut, dann hoffen wir dann, dass wir einigermaßen oft Schwarzwaldstiefen kommen. Zumindest den schnellen Teil. Weil der hintere Teil, der zieht sich schon, wenn du da ganz durch musst. Wenn du da bei der Schenke rauskommst. Ich kann die XP schon riechen, die wir wirklich kriegen. Kannst du schon riechen, die XP? So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass das Stück sich nochmal so zieht, das ist unfassbar. Ja, ja. Das ist... Könnt ihr einen Kick auf die machen? Den einen, weil ich will da mein Schild jetzt nicht reinschmeißen, sonst kommt wahrscheinlich alles. Na, dann mach ich's doch mal. Okay, gut, er ist nicht übergesprungen. Nicht, dass da die ganzen auch noch kommen. Da, jetzt ist aber Tentakelparty angesagt, ha? Huh? Leider machen die nicht mehr so krass Damage wie früher. Da war das dann noch eine Sache. Ja, doof ist eh, wenn man es aus der Range zieht. Weil die spawnen nicht immer da, wo du sie willst. Gut, die spawnen halt da, wo der Charakter steht. Wenn du moves, während du es aktiv hast, dann spawnen die halt so ein bisschen auf dem Weg, ne? Oh mein Gott, wir haben da drüben was geedit. Jetzt kommt, dass ich bubbeln muss. Gleich kann ich wieder OE stunnen. Ja, den OE stun am besten immer mitnehmen bei so vielen Mobs, das hilft schon recht gut was. Aber wieder keine Mann. Aber die Inni mag ich, also die ist eigentlich ganz cool. Das ist immer schon ganz gut EP gekriegt. Kannst ja mal recken, dann mache ich jetzt erstmal einen kleinen Pull. Na gut, da stehen 4 Mobs, ne? Na gut, aber ich kann mir ein bisschen, kann ich mich heilen. Zur Not haben wir einen Mönch. Naja, ich habe ja Heilung. Ich brauche Energie, die muss Damage draufgehen. Das geht gar nicht, ne? Damage, kostet Energie, ist schlecht. So eine Gruppe kann ich ohne Heiler eigentlich auch machen. Wo will denn der hin? Zu mir. Müssen bloß gucken. Ich weiß gar nicht, da hinten links ist auch nochmal ein Boss, glaube ich, drin. Ob wir den überhaupt brauchen. Balnazar nee, brauchen nicht. Wir noch. Den brauchen wir nicht, oder? Weil der hat ja immer so eine Truhe, wo diese für den Kreuzfahrer dieser Orb drin sein kann. Damals haben sich immer alle drum geschlagen um das Ding. Wie heißt denn? Ich schaue jetzt mal, ob wir den brauchen. Ey, brauchen wir nicht den einen Hammerschmied dahinter oder dann das Bild da vom Endboss. Ja, stimmt, da ist keine Quest dabei. Interessant. Ja, gut, dann. Lauft mal mit, ich zieh die mal in den nächsten Raum, dann kommen die alle zusammen. Und war hier um die Ecke. Noch Bewegungseingeschränkt zu haben. Ihr müsst hier wirklich um die Ecke rumkommen, weil sonst kommen die Mobs nicht mit. Dann können wir sie halt auch leichter interrupten und alles und schneller wegcleaven. Dass wirklich alle dabei sind. So, da la. Nebenbei mal ein bisschen BGs leechen. Hier musst du irgendwo diesen Plan anklicken, dass dieser Hammerschmied kommt. Oftmals. Ich habe das lange nicht gewusst, dass der davon kommt. Und dachte mir, jedes Mal kommt von hinten dieser blöde Hammerschmied und haut mir den Heiler nochmal an. Ne?
bis ich dann gecheckt habe, dass der durch den Plan getriggert wird. Weil den halt immer irgendwer angeklickt hat. Leute unruhige Finger haben. Kommt mal hier um die Ecke rum. Nach dem Schildschlag. Dass die alle zusammenkommen. Kommt mal hier rum. Bin verwandelt. Ich muss bubbeln. Komm wieder raus. Vorne wegzieht. Ja, okay. Passt aber, ich bin wieder aus der Bubble draußen. Die Viecher überhaupt schieben dürfen. Ja, du kannst es halt theoretisch interrupten, ne? Den Schieb. Den Schiebcast. Oder den Casten relativ viel Zeugel. Ach, dieses Kackschildschlag. Geringe Verluste. Rektum mal, ich rette schon. Naja, gibt immer ein bisschen Schwund. Ist das zufällig immer der Mage? Ja. Danke. Letztes Mal war es der Schurke. Sollen wir den jetzt machen, den Schmied? Ja, du kannst mal draufklicken. Den können wir eigentlich auch mitziehen hier in die nächste Gruppe. Brauchen wir eigentlich den Willi, den Hoffnungsbrei überhaupt? Weißt du es gar nicht, ob wir den brauchen? Nee, brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Den brauchen wir nicht. Ach so. Oh mein Gott, dann hätten wir alle Mobs nicht machen müssen. Hey, ich dachte, den brauchen wir noch, okay. Ja gut, dann lassen wir ihn halt stehen. Dann brauchen wir eigentlich auch die Mobs hier nicht. Na super. Das hättest du ja auch ein bisschen früher sagen können, ne? Ja, fühlt sich gerade so, ey. Was haben wir gerade bekommen? Ah, der Hammerschmied. Genau, den Hammerschmied haben wir jetzt. Brauchen wir noch das Bild und wir brauchen den Endboss noch. Genau, die sind beide hinten, also das passt. Ja gut, theoretisch hätten wir hier nur zwei Trash-Mob-Gruppen machen können, dann direkt auf den Plan drücken und dann hätten wir uns jetzt drei Trash-Mob-Gruppen plus, einen Haufen anderes Zeug ersparen können. Gar keinen Unterschied. Ja gut, viel macht's nicht, aber klar. Und sonst kannst du halt hier den ganzen Scheiß eigentlich da hinten sparen, ne? Wenn du die Quest gemacht hast, eigentlich alles auslassen. Gut. Schauen wir mal, wie viel ich hier noch so mache. Ich glaube, in der Stunde die 4 Level werden wir nicht mehr schaffen, aber die 3 sind es dann zumindest. Ich habe jetzt nur so 60k XP nur durchs Abgeben. Ja, gut. Aber jetzt habe ich gestartet mit 43, jetzt bin ich 45 und bald Level up. Ne? Jetzt gibt es fürs Abgeben wahrscheinlich noch ein bisschen was für die Quests. Ja, wird aber also... noch vorm Abgeben muss 47. Okay. Hast du Standarte-Ding mittlerweile? Ah, stimmt, du sagst ja was. Das wäre auch noch. Warte mal, wie viel Ruf habe ich denn? Von hinten. Stimmt, das. Ich bin schon freundlich. Aber noch nicht viel. Wir haben hier nochmal einen Haufen dazu geaddet. Ich habe keine Mana mehr, da geht gar nichts. Da kam nochmal einiges. Wo kamen denn die jetzt alle her? Ja, wir müssen reinlaufen. Genau, stimmt. Ach so, geaddet? Wahrscheinlich, ne? Ich spawn mitten in den Ads. Nee, dann lauf rein. Das macht ganz instant tot. Stimmt, die Standarte. Wisst ihr was? Wenn wir jetzt eh hier am Eingang sind, dann kann ich sie mir jetzt kurz... Oder wo bin ich denn, SW? Obwohl. Soll ich mir fix gucken? Ist einer auf meinem Level, dass wir es abgleichen können, wie viele EP das gibt? Ja, der Mönch ist genau auf deinem Level. Der ja, Mönch? Genau, 46. Okay, dann... Ach nee, du bist 6 und ich bin ja... Ja doch, stimmt, jetzt bin ich auch 6 und... Stimmt, dann können wir es nämlich vergleichen, ob es was bringt. Dann hole ich mir die kurz. Könnt ihr schon nochmal hinlaufen. Ich gebe die Quest ab ohne den Bonus da. Ach fuck, ich auch. Ah! Ja, Ah! Jetzt fällt es mir auch ein, ja. Normalerweise habe ich den Buff halt immer drauf, weil sobald ich einmal ein Dings mache, ne? Scheiß.
Sobald ich einmal einen Zauber mache, habe ich ja meinen Buff wieder drauf, aber wir sind ja gestorben, habe instant die. Ach, verdammt, ich. Ja, das macht viel aus. Das hätte ich einfach nicht sagen müssen. Jetzt ärgert sich jeder. Jetzt ärgert sich jeder. Ich will sagen, erst dann ein, wenn es zu spät ist. Ja, das ist. Nicht enden, links. Oh, Heiler. Ich denke immer, ich bin im Stealth, weil irgendwie ist der Wolf so ein bisschen durchsichtig. Das gab es ja mal, dass der Shami stealthen konnte mit der Symbiose vom Druid, ne? Dann warst du im Geisterwolf im Stealth unterwegs. Das meine ich, das ist voll komisch, weil einerseits bist du im Stealth angezeigt, aber andererseits bist du es halt nicht. Hä, ich kann mir jetzt aber nur die blaue Standarte kaufen, die Gilde hat doch alle. Komisch. Ah ne, das ist der Wappenrock. Ne, das ist der Wappenrock, hä? Da müsste auf der zweiten Seite sein, das andere. Nee, das ist aber. Eigentlich hat die Gilde alles. Brauchst du vielleicht einen bestimmten Rang, dass du es überhaupt kaufen darfst? Ich sehe es gar nicht. Also. Ich habe jetzt auch freundlich. Aber eigentlich sind die Dinger auch freundlich. Komisch. Mhm. Ja, gut. Das weiß ich jetzt nicht, an was das liegt. Du siehst mittlerweile irgendwas, oder? Weil ja, mittlerweile sehe ich was, ja. Aber die Standarten waren doch auch freundlich und nicht auf wohlwollend. Oh, die waren ganz sicher freundlich. Soll ich mal reloaden? War das der Rock? Na gut, den Wappenrock, den kannst du ja weiterschicken, ne? Ja, stimmt. Ich muss halt den ganzen Weg laufen. Ja, das ist halt ätzend. Komisch. Wir haben ja keinen Hexenmeister. Ich war mir relativ sicher, dass man die Dinger hier. Oh, du hast Pult. Die Dinger schon vorholen kann. Scheiße. Ja, die Gilde, aber ich meine, also das ist hier die gleiche Gilde, wo ich mit meinem Dingschar bin. Ich port mich jetzt einfach, warte mal, jetzt schauen wir dann nochmal. Ne, okay, das ist nicht drin. Ich port mir jetzt rein, lauf rein, dann schaue ich mal in der Gildenübersicht. Aber eigentlich müsste die Gilde das haben. Weil ich hatte auf meinem Ali-Char da geguckt gehabt und dann hatte sie die Dinger. Und wir wollten jetzt mal schauen, weil jemand meinte, dass wenn man den Dungeon-Abschluss hat und die Standarte stellt, dass das anscheinend zählt. Was, ich glaube das nicht, ne? Aber es besteht ja die geringe Chance, dass es so ist. Und ja, dann würde es schon Sinn machen. Was nehme ich mich, soll ich blendendes Licht machen oder das hier? Oder den Booster, das ist natürlich manchmal auch nicht schlecht. Ich glaube, ich mache das Blenden. Ist so ein Mass Interrupt quasi, das meint mir auch gar nicht so schlecht. Ach, dieses Elementar ist gotthaft. Mhm. Wer braucht eigentlich nur einen Tank? Wenn man keinen Tank ist, einfach nur das. Killer, wir clearen schon mal. Mach das schon mal. Lass mir den Endboss noch über. So lass mir mal. Das Elementar hält verdammt viel aus. Das merkst du auch, so. Außer bei vielen kleinen, da frisst es einfach nur. Auch bei so Raid, auch im Raid oder bei, auf Inseln, ne? Auf Inseln ist es halt auch krass. Da hast 50 Millionen Mobs gepullt und es lebt halt einfach eine relativ große Weile. Mhm. Was ich glaube, dass es so zählt wie die Pets, weil es ist so, dass die keinen 90% weniger AE-Schaden nehmen, ne? Also sprich, alles, was als AE-Schaden klassifiziert ist, kriegen die fast kein Damage. Das haben die ja mal eingeführt, dass die Pets nicht ständig durch irgendwelche AEs sterben. Deswegen sind die da extrem stabil. Raid neuer Main Tank. Ja, aber die können halt die Dings nicht mal. Also erstmal ist das Elementar relativ kurz nur da und Bosse können sie, glaube ich, nicht spotten, nur normale Mobs, wie bei Pets auch. Jetzt schauen wir mal hier bei der Gilde. Wo ist denn. Hier ist die Standarte. Hier, benötigt den Ruf wohlwollend bei dieser Gilde. Warum denn wohlwollend? Aber benötigt freundlich steht hier dran. Hä? Schaut mal hier oben. Steht dran, benötigt freundlich und jetzt steht hier dran, benötigt wohlwollend. Was denn jetzt? Was? Hier auch. Seht ihr das? Das macht doch gar keinen Sinn. Bringt's ja nicht. Ja, also, Die ist halt auch, ja, beim Aufheben gewonnen. Also die kannst du halt auch nicht rüberschicken. Bringt halt auch nichts. Okay, das muss ich jetzt nicht so ganz hundertprozentig verstehen. Add links. Hey, wo kommen denn die jetzt schon wieder her?
Bosshorn kam noch zwei. Ach so, das ist die Putt, okay. Ja. Ja, komisch, dann brauchst du anscheinend doch wohlwollen, dass du die kaufen kannst, ne? Bin jetzt halt gerade mal freundlich. Und 1400. Macht's ja gar keinen Sinn für Leveln. Ja gut, ich habe erst den Wappenrock und die Gilde erst das letzte Mal, nachdem ich aufgehört habe, angezogen, ne? Aber also wahrscheinlich wäre man jetzt, hätte ich sie seit Anfang an gehabt, wäre ich wahrscheinlich jetzt schon... Worden. Ja, das ist halt kacke. Ich level nur durch Dungeons. Ja gut, wir können halt auch keine Gildengruppe machen, weil wir halt verschiedenen Servern sind, aber nur die durch die Quest bringt es halt zumindest ein bisschen was. Hab ich jetzt meine Uhr weggekriegt? Der Schamane hat seinen Buff wieder nicht drauf. Stimmt, meine ist auch weg. Hm. Wir müssen jetzt etwa mit der Stunde fertig sein, ne? So nach der Ingi. Ja, also glaube ich. Simone, Helge. Ich weiß nicht, wie viel du schon aufgenommen hast. Also wie lang? Nö, das zeigt mir das nicht an. Ich könnte. Ah, schau mal, ne. Dings hier, so eine Kugel habe ich gekriegt. Die waren damals richtig viel wert, da hast du dich gefreut, wenn du so eine gekriegt hast. Jetzt sind die noch 60 Gold wert. Ich habe irgendwie dieses seltene Haustier bekommen, wo man diesen komischen Frosch da in der Höhle umklatscht. Das komische Pad davon. Wo, welchen Frosch meinst du denn? Ist es 1500 Gold wert bloß. Okay. Dieser Wildfrosch da. Wo man in der einen Höhle immer diesen Frosch mitmacht und keiner wusste für was. Dann habe ich die auf einmal bekommen, dann schaue ich Emotions aus 1500 Gold, ja. Gezahlt. Ja, gut, Sachen, die ja halt schon länger drin sind und die keiner mehr braucht, ne? Diese sind halt nicht mehr viel wert. Es gibt in Zulaman, gibt es auch so Frösche von so Mobs, bevor sie das reworked haben, hat das halt kaum einer noch gemacht und die waren ziemlich viel wert, obwohl man die richtig easy bekommen hat. Was hast du gefunden? Oh shit. Wollte aber hier. Zuerst der Shami-Heiler, der DD-Rota hat. Viele Heiler können meine auch. Meine Lava-Eruption hat irgendwie gerade durchgehend gebrockt. Das hat einfach nur richtig schön reingehauen. Da wollte ich gar nicht mehr ein. Da wolltest du gar nicht mehr ein. Ich hab's gemerkt. Musste da ordentlich durchziehen. Ja, gut, ein bisschen was fehlt mir auf 47, ne? So ein. Bisschen, ja, so ein Viertel vielleicht. Ich glaube, das ist jetzt ein komplettes Level. Ja, also ich habe mehr als ein Level hier gemacht, aber ja, leider nicht genug, um dann nochmal das fertig zu kriegen. Gut, ja, dann sind wir mit der Folge wieder am Ende und mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart und wir sehen uns gerne beim nächsten Mal. Euer Tela, bis dann. Ciao.